Maximiliane Irene von Quint wächst ohne Vater und Mutter auf. Sie lebt bei ihren Großeltern in Hinterpommern. Einst wird sie das Gut Pönichen erben. Der alte Quint ist stolz auf seine Enkelin, wenn auch in ihren Adern das Blut eines polnischen Offiziers fließt, der im Leben seiner Frau Sophie Charlotte eine wichtige Rolle gespielt hat. Maximilianes Mutter Vera hat in Berlin in zweiter Ehe den jüdischen Psychoanalytiker Dr. Daniel Grün geheiratet. Maximiliane vermisst ihre Mutter nicht. Ihre Welt ist Pönichen und Pönichen ist der alte Quint. Maximiliane besucht das Internat Hermannswerder bei Potsdam, da der alte Quint sich den Bildungsaufgaben nicht mehr gewachsen fühlt. Dr. Grün hat kaum noch Patienten. Seine Situation wird im Dritten Reich immer schwieriger. Vorwärts, vorwärts, schmettert die hellen Fanfaren! Eine sonderbare Mischung aus echtem deutschen Mädel und Zögling einer christlichen Schulgemeinde. Maximiliane von Quint, inzwischen fast 17. Der du gebietend schreitest, durch Sichelklang und Saat, sich mühen heißt dir beten, und Andacht ist die Tat. Und du bist in Zivil? Naja, ich bin noch nicht im Dienst. Würdest dir was ausmachen, wenn du dich in deine anderen Klamotten schmeißt? Weißt du, ich muss noch zum Verlag und da wär's nicht schlecht, wenn... Verstehst du? Naja, und da so viel dran liegt. Hier bist du. Ich habe dich gesucht. Ist was Besonderes? Sperrfeuer um Deutschland. Liebesgedichte Ricarda Huch. Mein Kampf. Das Buch des Deutschen Ostens. Heidelschulmeister Uwe Karsten. Brief an die Othima. Kommst du bitte mit in mein Büro? Kennst du diese Frau? Nein. Du bleibst bei deinem Nein, Maximiliane? Wir wollen dir doch helfen. Kennst du die Frau wirklich nicht? Nein. Gut, dann geh auf dein Zimmer. Wo warst du in der Freistunde?
Sie hatten keine Erlaubnis, Maximiliane von Quint. Gehen Sie auf Ihr Zimmer. Könnte ich bitte die Zeitung haben? Armes Kind. »1935 ist das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre erlassen worden. Einen Tag, nachdem das Bild in der Zeitung erschienen ist, trifft Freiherr von Quint in Berlin ein. Schon weg? Ja. Schon lange? Und wohin? Du hast recht. Was man nicht weiß, braucht man nicht zu verschweigen. Liebst du ihn? Was hat das noch mit Liebe zu tun? Ich bin eine geborene Jado, wenn du weißt, was ich damit meine. Vermutlich hätten wir uns irgendwann getrennt, aber unter diesen Umständen ist das unmöglich. Sieh mich doch an. Passe ich noch in dieses Land? Eine deutsche Frau raucht nicht. Eine deutsche Frau schenkt dem Führer Kinder. Wer nicht blond ist, ist bereits verdächtig. Sie wünschen? Tee mit Zitrone. Mir noch einen Wein, bitte. Es genügt schon, einer Frau ähnlich zu sehen, die ein Verhältnis mit einem Juden hat. Soll das heißen? Das bin ich nicht auf dem Foto, verstehst du? Aber ich könnte es sein, das ist der Punkt. Hast du Ersparnisse? Sehe ich aus wie jemand, der spart? Ich hatte ein paar gute Jahre. Und er? Zuletzt kam niemand mehr in seine Praxis. Ein Deutscher ist nicht seelisch krank. Du willst also auch fort? Ja. Nur ob in den Kanal oder über den Kanal, das weiß ich noch nicht so genau. Mit der Kamera und einem Handkoffer. Hast du mal an Pönichen gedacht? Du könntest dort für eine Weile untertauchen. Dieser Zustand kann ja nicht dauern. Pönichen? Nein, danke. Das hatte ich schon mal. Na gut, wie du meinst. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich Geld flüssig machen kann. Aber das weißt du wohl noch. Die Quints sind zwar begütert, aber nicht reich. Warum willst du das tun? Du lässt es dich was kosten. Erst hast du mich aus Pönichen entfernt, das war auch nicht gerade billig. Und jetzt willst du mich aus Deutschland entfernen. So könnte es aussehen. Was ist mit dem Kind? Hat es sich sehen lassen? Ja. Aber ich habe sie nicht ins Haus gelassen. Zufrieden? Du hast alles geordnet. Ja. Ich habe einen Auftrag für eine Fotoserie über die Holländerin. Von dieser Reise werde ich nicht zurückkehren, so einfach ist das. Hier hast du eine Adresse. Am besten, du lernst sie auswendig. Und lass von dir hören, wo immer du auch ankommst.
Du weißt, dass ich dich auf meine unbeholfene Art... Tja, ich habe dich immer geschätzt, Vera. Ich dich auch, Quint. Unter welchem Namen wirst du reisen? Grün. Einfach Vera Grün. Auf den Namen Quint wird kein Schatten fallen. Du bist bitter, Vera. Aber könntest du es nicht als Möglichkeit für einen Neubeginn ansehen? In Freiheit? Ich bin eine Frau von 40. Wenn man auf die 70 zugeht, erscheint einem das jung. Frage in Amsterdam bei der Major in van Hoogstratenbank nach. Und danke für das Kind, Vera. Dann werden wir also quitt. Hitler. Ich darf da reintreten. Entschuldigen Sie, wenn ich mich nicht vorstelle. Ein Volksgenosse einfach. Ich sah Sie zufällig nach Hause kommen. Und ich sah Sie zufällig schon im Café. Ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass man den Vorfall mit dem Foto im Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda bedauert. Eine peinliche Ähnlichkeit. Jemand wie Sie dürfte über genug Feinde verfügen. Ich höre. Die Veröffentlichung des Fotos ließ sich allerdings nicht mehr rückgängig machen. Hörenorts weiß man sehr wohl, dass Sie Arierin sind. Überdies die Witwe eines verdienten Frontoffiziers aus dem Weltkrieg. Zudem haben Sie den Namen des Juden Grün nie geführt. Worauf wollen Sie hinaus? Die Scheidung ist nach dem neuen Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre reine Formsache. Zumal dieser Herr Grün offenbar ohnehin schon das Weite gesucht hat. Wien vermutlich. Oder nein, Galizien natürlich. Höheren Ortes weiß man selbstverständlich auch, dass Sie eine der besten deutschen Fotoreporterinnen sind. Man würde bei der Berliner Illustrierten nur ungern auf Sie verzichten. Allerdings müssen wir auf einem gewissen Entgegenkommen ihrerseits bestehen. Das beispielsweise worin bestünde? Wie wäre es zum Beispiel mit einer Serie über die neue deutsche Frau? Oder über den Bau der Reichsautobahn? Der Führer und die Jugend? Das wäre doch ein Thema für Sie. Heil Hitler. Heil Hitler. Was für Zeiten, Riepe. Ja, das kann man wohl sagen, Herr Baron. Was für Zeiten. Was ist denn nun mit dem Willem, Herr Baron? Das soll schon sein, Riepe. KZ Oranienburg heißt es. Wie lange weiß keiner. Er konnte das Zettelverteilen nicht lassen. Seine Frau darf ihm jede Woche was bringen, wenn sie was hat. Der Junge doch wenigstens im Pönichen geblieben wäre. Alle können wir uns nicht im Sand vergraben, Riepe. Ich denke jetzt über manches anders. Bisher habe ich immer gehofft. Es verwächst sich wieder, aber... Tja, Riepe. Naja. In Pönichen haben wir ja nur den Brieke und den Park, und mit dem wären wir ja noch fertig. Ja, nicht nur die beiden, Herr Baron.
Auch andere. Ja, auch andere. Tja, Riepe. Deutschland erwache, haben sie gesungen. Und jetzt sind die Falschen erwacht und die Richtigen schlafen. So, meine Damen, nun rettet sich kein Mensch und kein Gott mehr. Abgeben, bitte. Bitte einsammeln. Ja, nur Schluss. Bitteschön. Hier auch. Bitte abgeben. Danke. Sie bleiben bitte noch einen Augenblick, Maximiliane. Sie bringen mich und sich selbst in erhebliche Verlegenheit. Soll ich Ihnen Ihren Aufsatz noch einmal vorlesen? Na, ich weiß, was ich geschrieben habe. Das doch offensichtlich nicht, Fräulein von Quint. Unser Nachbar hat im Krieg seinen rechten Arm verloren. Unser Inspektor hat im Krieg seine Heimat verloren. Pönichen hat seinen Erben verloren. Wir haben den ganzen Krieg verloren. Man merkt das in unserem Land. Die Jahre sind nicht spurlos vorbeigegangen. Ich sehe nicht, was ein Krieg einem Volk geben könnte. Diese Ausführungen eignen sich weder zensiert, noch vor der Klasse besprochen zu werden. Wie können Sie bloß in einer Zeit, in der in ganz Deutschland ein nationales Gefühl der Stärke, der Würde, der alte Kampfgeist wieder erwacht sind, der das ganze Volk beseelt, so etwas schreiben? Aber wenn es doch stimmt... Ich möchte Maximiliane nun doch schreiben, wie es um dich steht, Anna. Das Kind hat ein Recht. Nein, Frau Baronin, das tun Sie nicht. Das Kind soll sich doch nicht grämen. Das verbiete ich Ihnen. Anna. Aber den Dr. Wittko schicke ich dir jetzt doch, ob du willst oder nicht. Nee, Frau Baronin, nee. Den auch nicht. An mich kommt keiner ran. Das ist ja nichts. Das sind doch bloß die Jahre. Ich sehe heute Abend noch einmal nach dir. Schlaf ein bisschen unterdessen. Schlafen. Kann nicht schlafen. Nicht schlafen, nicht essen. Nur noch Quark und Kamillentee. Und das nur schon seit 14 Tagen. Damit kann man doch nicht arbeiten, Anna. Davon kann man doch nicht leben. Man muss... Ja, auch nicht, Otto. Ja, meine Damen, zunächst einmal muss ich um Entschuldigung bitten, aber ich sehe mich leider außerstande, Fräulein von Quint ihren Aufsatz zurückzugeben. Sie kennen ja alle meinen Hund, den Hasso. Ja, ein bisschen größer ist er schon.
Der war offensichtlich von Ihrem Aufsatz so begeistert, dass er ihn aufgefressen hat, ohne dass ich ihn vorher lesen konnte. Sie legen bitte ein neues Heft an. Sibylle von Droste. Ja, Sie setzen sich mit dem Thema sehr gut auseinander. Herein. Heil Hitler. Ja, nehmen Sie Platz. Was gibt es? Nur mal eine Frage, Herr Baron. Ich habe den Büchern entnommen, dass Sie eine Hypothek auf das Gut aufgenommen haben. Ja, und? 70.000 Reichsmark. Wofür? Wie gedenken Sie, die aufgenommene Summe im volkswirtschaftlichen Sinne zu investieren? Sie mischen sich nicht zum ersten Mal in Dinge, für die ich Sie nicht eingestellt habe, Herr Palke. Als Oberinspektor fühle ich mich verpflichtet, mich um die Führung des Gutes im Sinne der gesamten deutschen Volkswirtschaft zu kümmern. Eigentum verpflichtet, Herr Baron. Ganz recht. Fragt sich jeweils nur, wozu. Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Ich habe Anlass daran zu zweifeln, dass die geheimnisvolle Hypothek diesem Grundsatz entsprechend angelegt wird. Oder angelegt worden ist. Was ich dazu zu sagen habe, habe ich gesagt, Herr Palke. Ich könnte Nachforschungen anstellen, Herr Baron. Der Kreisleiter Priebe würde mich daran sicherlich unterstützen. Und dann gibt es ja auch noch eine Gauleitung in Stettin. Sie wollen mir doch nicht drohen, Herr Parke. Sie stemmen sich gegen das Gesetz der geschichtlichen Entwicklung, Herr Baron. Die Zeit der Großgrundbesitzer ist vorbei. Zunächst einmal ist Ihre Zeit hier vorbei, Herr Parke. Sie sind ein guter Landwirt, deshalb habe ich Sie hier eingestellt. Einen Politiker kann ich hier nicht gebrauchen, weder einen guten noch einen schlechten. Wenn es nach mir ginge, würde Riepe Sie schon morgen früh zum Zehnerzug nach Stargard bringen. Aber ich halte selbstverständlich die Kündigungsfrist ein. Heil Hitler! Heil Hitler! Zuletzt habe ich solches Heim gedacht. Was denkst du, was ich hatte, Kind? Aber gut siehst du aus. Na, fällt dir nichts auf? Was denn, Maximilian? Ich bin Scharführerin geworden. Nächstes Jahr bin ich bestimmt Gruppenleiterin. Komm rein, Sophie Charlotte wartet auch schon. Ich will eben die Arme. Tja. Hat Herr Riepe nicht gesagt? Was soll Riepe mir gesagt haben? Deine Anna ist vor 14 Tagen schon. Warum habt ihr mir denn nicht geschrieben? Ich werde doch sofort. Sie hat es uns verboten. Ja, sie hat es dem Herrn Baron verboten, ihm zu schreiben. Übrigens habe ich Nachricht von Vera. Sie befindet sich in Sicherheit. Wo diese Sicherheit liegt, für Vera und vielleicht auch für Dr. Grün, das sagt der alte Quint nicht. Und die wenigen auf Pönichen, die die Zusammenhänge kennen oder ahnen, fragen ihn auch nie danach. Deutschland ist ein Land geworden, in dem es den Kopf kosten kann, bestimmte Dinge zu wissen oder nach ihnen zu fragen.